Herzlich willkommen zu Battlefield Karte von Thüringen. Schon mal voraus. Ein Dank an allen, die reingeschaut haben, die abonniert haben. Auch da mein großes Dank. Wir machen hier weiter auf Feld Nummer 15, die Feldmission. Und zwar Weizen aufsehen. Wir werden mal ganz kurz Feldgenerierung machen hier, arbeitsmäßig was tun. Wir machen Runde 2. Ja, ne, also ich habe mich richtig gefreut über die vielen Abonnenten, neuen Abonnenten dazu gekommen sind. Und die Stammhalter, natürlich. Und für die hohe Einschaltquote. Ich würde mich sehr gefreut darüber. Natürlich Anregungen, kommentieren, immer versuchen reinzuhauen. Ich versuche das zeitnah zu beantworten. Normalerweise auch noch am selben Tag. Klappt normalerweise immer. So, da sind wir. Und jetzt machen wir weiter auf Feld Nummer 15, Mission Weizen aussehen. Die Mission auf Feld Nummer 11 läuft auch noch. So. Ansonsten haben wir nichts zu tun, außer Mission. Unsere Felder sind fertig, soweit. Außer Mais, wenn wir mal gedüngt werden, glaube ich. Aber das muss, kann nicht passieren, wenn es morgen, morgen entsprechend. Wo wird er jetzt hin? Das ist zum Ungünstigen. Wir stellen mal jetzt wieder so ein, dass er auf Null ist. Weil er noch in diesem Verband drin ist. Was völlig ungünstig allgemein ist. Wir stoppen das mal ganz kurz. Weil der taucht nicht hin. Also Verbandmodus muss raus, sonst geht das schief. Das heißt, in dem Augenblick, das können wir auch deaktivieren. Neu erstmal löschen. 15 passt. 1. Die machen rund. Schwach bringt Probleme. Wenn da an den Ecken, wo er wenden will, Bäume sind. Das heißt, da würde er ständig so festhaken. Würden die weiterarbeiten und wir würden Probleme haben. Das muss ja nicht sein. Wir wollen ja in aller Ruhe die nächste Arbeit allein machen können, ohne das ständige Kämpfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All die Ecken sind gefährlich. So, Kurs ist fertig. Und jetzt mal schauen, wie er das hinkriegt in einem Baum hier. Der ist dicht am Feldrand. Ungünstig. Aber das geht. Gut. Jetzt gehen wir, suchen uns ein Fahrzeug zum Düngen. Und zwar zu Feld Nummer 11, das ist schon fleißig dabei. So, wir hatten hier noch mehrere Fahrzeuge gehabt, die gedüngt haben. Die Mission sind fertig. Der gelbe Punkt bewegt sich in die falsche Richtung. Aber wieder unten. Nicht in der. Ich muss natürlich einen Weg finden, zurück zum Hof. Ne? Nicht so einfach. Ich hoffe irgendwann mal, dass ich die Aufwärtskurve fertig habe. Ah, der Weg dauert. Das muss ja immer nebenbei passieren. Oder ich muss mal einen neuen Spielstand beginnen. Separat. Okay, auch Blödsinn.
geht da noch eine Stunde oder zwei vor der Aufnahme oder nach der Aufnahme. Ich sollte kaum ins Gewicht, weil Geschwindigkeit 1. Wir fahren jetzt Richtung Hof und wir machen den Bühnerscheuer voll und dann kann er gleich auf 13 beginnen. Ah, da reicht ein Fahrzeug aus. Die brauchen nicht lange. Also wir fahren richtig Richtung. Also richtig erkennen kann er nicht. Ist halt so. Hier ist nichts quadratisch, alles bisschen ja, naturgemäß, ne? Wir haben gesehen, auf Feld 15 hinterher zu kommen, war richtig, ich will nicht sagen umständlich, aber man hätte es fast nicht gefunden. Und jetzt fahren wir ein bisschen durch die Landschaft. Wir befinden uns leider etwas weiter weg. Unser Hof. Aber jetzt scheinen wir richtig richtig zu nehmen. Schein. Das ist auch eine Flaumplantage. Oh, ich glaube, wir sind schon mal gefahren hier. Wir sind im Kreis gefahren. Stimmt. Und dann haben wir den nächsten Hof. Das ist, glaube ich, Hof Nummer. Ich glaube 2. Weiß nicht genau. 1 ist ja ganz vorne bei dem Händler. Beim Shop. Da wo wir sind, wo ich bin, ist Hoch Nummer 3. 2 und 5 ist, glaube ich, hier. Wenn da die 10 Milchkühe kein Milchbälle bekommen oder nicht vorgesehen ist, kann auch sein, dann werde ich mir da einfach einen Milchstall hinstellen, damit die Kühe zur rechten Zeit umstallen. Da kommt da auch Mastrinde rein. Aber die 150, ich denke mal, sollte mal reichen. Jetzt sind wir in die richtige Richtung. Unser Feld, was der Kalk ist, ja, garantiert morgen früh. Zum Düngen bereit sein. Ups. Das nächste Feld, was wir noch düngen könnten und müssen sicherlich. Die 47 ist aber war eine Lohnaufgabe. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Hier muss man mir kurz überlegen, weil die Formen sind immer verschieden. Vom Beginn her hat sich irgendwie so eingebürgert. Ja, da habe ich Probleme gehabt. Ich muss die Anforderungen zurückschrauben. Obwohl die gar nicht so hoch dasteht. Das war auch hier die Aufnahme zur 1400 Energieleistung. Wäre nicht so schön, wenn die Aufnahmen nicht flüssig sind. Aber guckt bei mir auch, bitte. Warum genau? Weiß ich nicht.
Kann natürlich sein, dass ich immer diese Datei lösche, diese Steuerdatei, da sieht man neu aufbauen muss. Das kann natürlich sein. So, sind wir am Hof angekommen und eine lange Fahrt. Wir können sehen, dass wir schnell Dünger reinkriegen und dann fällt nur 13 Düngen. Mann, so erschrecken. So. Ist ja auch nicht lustig, wenn ich nur aufmachen, Scheiße. Das ist halt die Steuerung im Licht. Können wir nicht ausmachen. So. Muss man kurz auffüllen. So, doch schon weit über die Hälfte leer. Ich habe meinen Countdown ja nicht angemacht und schau auf die Uhr. Wir haben noch Zeit. Das hatte ich immer früher gehabt. Auch vergessen. Das Programm hatte einfach keine Uhr. Das ist immer schlecht. So. Arbeiten die anderen ganz gut. Jo. Fährt alles. Bestens. Soll noch 10 gut passen? 18 mehr gut, 18, 19. Gibt's da was? 19 mal sehen. Open machen wir nicht. 50, 51. Ist nicht dabei. Ist halt so, ne? Macht sich ganz gut, wenn die Felder in eine Reihenfolge gemacht werden können. Das ist dann irgendwie einfacher zu bewerkstelligen. Man muss immer ständig kreuz und quer fahren. Das ist ja Blödsinn. Das mit Mission ist hier auch neu. Das war vor auf der 1 nicht möglich. Warum auch immer, es war halt so. So, 13 will gedüngt werden, na ja gut. Das ist das zweitgrößte Feld, glaube ich. Die 11 ist am größten. Aber Düngen ist halt ein sehr, sehr leicht zu verdienen, leicht zu verdienendes Geld, weil geht ziemlich schnell. So, richtige Modus. 13. Vorgewende. Nehmen wir 2. Brauche ein bisschen für, packt alles. Das sieht man ganz gut aus. Schau mal hier, weil die Blödsinn anzeigt. Wenn er hier nichts anzeigt, ist alles gut. Für ein Fahrzeug. So. Ich meine, die Felder, da kann man auch sagen. Da kann man auch durch den Helfer arbeiten lassen, man muss nur halt hinterher die Nacharbeiten durchführen. Ne? Also die, entweder man macht das vorher fertig, das Vorgewende, so wie jetzt,
Oder wenn man tut's hinterher, ne? Gut, hat auch zu tun. Wir haben noch ein zweites Düngerfahrzeug. Wo war der fertig? Ich glaube ja. Das fährt nur 37. Ist abgeschlossen, ne? Sehen, düngen, 13 aktiv, 36 düngen, ah! 37, ah! Da unten. Das soll der Dünger ausreichend sein, ey, kommt da ein bisschen hin. Durch den Wald? Irgendwo durch den Wald, 36. Gucken, wenn wir durchkommen hier. Gibt es keinen offiziellen Weg? Dann machen wir uns einen. Huschen wir durch, es wartet. Durch den Busch. Keiner gesehen. So, das ist 36. Machen wir gleich selbst. Machen wir gleich selbst. Ist ja nicht so genau. Was ist hier Blocking? Mais. Ach so. Blocking ist immer meist so eine Sache, da heißt meist Probleme. Aber es kann sein, dass er das erwarten musste auf die anderen. Oder wenn der Manöver nicht ganz klappte. Recht Unkraut. Also Unkraut wächst immer. Schau auf die Uhr. Part 3. War Kaffeezeit. So, fast fertig normalerweise. Bald kommt die Meldung, kommen wir fertig. Das bin ich so. Kann doch nicht sein. Was fühlt denn noch groß? Prozent. Dann müssen wir noch eine kleine Ecke. Da sind wir hier.
und sehen. Aber es war nicht so viel. Am Rand vielleicht. Da. Hat er am Rand was mit nicht gemacht hier? Oh, nee. So teurer Spaß hier. Dann müssen wir nach rechts außen fahren. So, ja. So genau heute. Ja, Leute. Fertig. 36. Ja, auch wenig. Reize ist bei 5%. Aber müssen wir düngen? Ja, nur Gruppe. Ne, düngen ist da jetzt immer nichts mehr, ne? Sehen. So. Wieder denselben Weg, den wir zurücknehmen, also hergekommen sind. Durch den Busch. So. Ja, Düngen ist mit durch. Na, vielleicht nehmen die zwei. Die 11 wahrscheinlich nochmal. 30 nochmal gleich voll machen und dahin fahren. Wenn die mit der Aussaat durch ist und die 15 auch mit durch ist, dann können wir die Ecke gleich komplett abschießen. So. In einem Jahr werden die Spannung wieder steigen. Der LS21 wahrscheinlich. Jetzt schon spekuliert, was alles noch kommen könnte. Die Frage ist, was kann man noch machen, was kann man noch steigern, ne? So, die Grafik an sich, sagen wir so, die ist schon nicht schlecht. Die Maschinen, da haben wir auch schon sehr gute dabei. Okay. Ja, und der Rest, aber die Maps sind ja immer nicht so schön. Das ist ja immer so ein, naja, ich weiß ja auch nicht, zwar grafisch schön, aber wie gesagt, also, das Bauer ist da nicht glücklich, ne, mit dem kleinen Fall. Das ist ja heutzutage schon ein bisschen anders, heute kann man ja immer Felder zusammenlegen und weiter, das geht ja alles, ne? Das ist ja alles möglich. Aber trotzdem, irgendwie ist das irgendwie... Standardkarten sind irgendwie nichts. Sind meistens zu klein. Ich hätte doch bereits zu zweit arbeiten sollen. Obwohl, das können wir immer noch machen. Wir fangen halt irgendwo in der Mitte an, mit dem, was wir jetzt gerade fahren.
Man muss nur rechtzeitig beide Fahrzeuge stoppen, wenn die Meldung kommt. Fährt nicht schon abkloppen. Wir machen einmal voll. Mal schauen wir mal gleich nach. Was die 15 macht. Die 15. Die 11 ist bei 18%, das ist gut. Die 15 ist bei 96%. 69%, nicht 96%. Tja, dann gehen wir drücken auf 13 mit dazu. Dann ist der Frühjahr fertig, ne? Ja, und dann ist ja bald die 15 auch soweit. Denke ich mal, wir haben auch Anfang, ne? Gute Nacht. Wir noch Kühe kaufen. Aber ich weiß nicht genau, ob der zweite auch der größere auch Milch abgeben kann. Ich glaube eher nicht. Heißt, wenn wir Milchkühe haben wollen, dann müssen wir noch hier einen Stall kaufen. Das ist dann irgendwie besser, als wenn wir jetzt hier irgendwo anders am Hof hingehen und da bewirtschaften. Ein bisschen zu umständlich. Prost. Aber die Tür geht, die Kühe gibt aktuell kein Mist. Brauchen wir sie auch nicht. Achso, Stichwort Stroh, na gut. So. Ab mit zu 13. Aber richtig Stroh haben wir ja, wenn unsere Felder entsprechend Stroh geben. Dann können wir das einlagern lose. Hier in der Scheune gibt es eine Lagermöglichkeit. So, das heißt hier irgendwo mit dazu springen. Er hat noch keine Runde geschafft. Ach du dicke Neun. Ja, das war eine weite Tour. So, okay, hier werden wir erstmal der Düngerfahrzeug ist ja hier. Das müsste sein. Ups. Das heißt, der macht noch ein Vorgewende. Wir springen mal irgendwo hier in die Mitte ein. Man kann auch hier sichtbar machen, also im Prinzip, jetzt sind wir hier. Hier beginnt er und hier hört er auf. Wir müssen hier irgendwo in der Mitte anfangen. Ungefähr in der Mitte ungefähr. Kann auch hier sein. Das ist im Grunde egal, Hauptsache irgendwo. Fangen wir hier an. So. Und hier werden wir einfach mal
Einstein. Dann nimmt er den Kurs einfach mit. Man hat hier auch zwei Fahrzeuge im Beschlag. Und da der Bereich groß genug ist, werden die sich wohl nicht im Weg stehen. Ne? Weil wenn das der Zufahrer so will, dann ist es so, dann ist es blockieren die sich gegenseitig. Das ist eine gute übergroße Folge. So liebe Show, das soll es für euch gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Zeigt mal Füße für die überlange Folge. Entschuldige immer, dass ihr sehr quatscht. Und hört und sitzt ihr vielleicht zur nächsten Folge. Tschüss!